Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch die neue Linux-Welt vorstellen. Das ist eben von 2012 und zwar ist auf dieser CD, ich habe hier eine virtuelle Maschine eröffnet, damit wir auch nicht mein Hostsystem hier irgendwie mit diesen Dingen hier belasten. Und schon im Menü sehen wir, dass auf dieser CD Ubuntu 12.04 ist, in 32-Bit- und 64-Bit-Version Kubuntu, und zwar diejenigen, die auf diese Unity-Oberfläche verzichten können und lieber mit der alten KDE-Oberfläche arbeiten möchten. Das sind beide Langzeitdistributionen, die werden 5 Jahre geupdatet, und somit ist eigentlich hier mal reinschnuppern keine falsche Idee. Und hier habe ich noch dann mein Linux Mint 12. Das ist momentan sehr stark im Kommen. Viele Benutzer wechseln von Ubuntu auf Linux Mint, weil einfach auch wegen der Oberfläche. Viele mögen die Unity-Oberfläche nicht. Ich mag sie, aber eben viele nicht. Und deswegen suchen die Leute hier eine Lösung oder, sage ich mal, einen Ausweg. Und Linux Mint habe ich da ein paar Videos auf meinem Videokanal. Ist eigentlich sehr schön anzusehen und sehr leistungsstark. Dann haben wir OpenSUSE, die 12.1 GNOME-Version. Da können wir auch direkt eben mal vielleicht starten. Dann haben wir noch hier Seduction 11.1 XFCE. Das ist so in Debian-Variant und ist eher so für fortgeschrittene Linux-User. Dann habe ich hier Zorin OS 6 Lite. Ist aus Irland, steht in der Zeitung, und hat eigentlich auch so als hat auch, wie so, sag ich mal, so eine Ubuntu-Oberfläche, wo man auch seine Software selber installieren kann. Also auch selbst für Anfänger geeignet. Dann habe ich hier noch Salix. Ja, Salix ist auch wieder mehr so für Fortgeschrittene, und auf die unteren hier werde ich jetzt nicht unbedingt bei jedem eingehen. Das könnt ihr gerne mal kaufen und ausprobieren. Wobei die Zeitung, guck mal, was die gekostet hat. Die kostet 7,99 €. Ich denke, für allein schon für diesen Inhalt, zwar kann man alles kostenlos im Internet runterladen, aber damit hat man sie ja schon auf einer DVD. Und heute möchte ich euch einfach mal die Oberfläche von Kubuntu und von Mint war heute. Sagen, ja, fangen Sie mir mal. Und ich gehe jetzt mal auf Linux Mint. Wir können normal starten, sicher Grafikmodus und sicher Modus ohne. Ja, wir nehmen den normal, wir starten ihn mal normal. Ich nehme mal dieses Fenster hier in die Mitte. So, nach wenigen Minuten sind wir schon auf der Linux Mint 12 LXD-Oberfläche. Wie ihr schon wisst, ist das eine Langzeitversion, also die wird 5 Jahre geupdatet. Unter diesem Zahnrad hier geht ihr auf Systemwerkzeuge und dort kommt ihr dann in die Systeminformation. Hier gebe ich mal ein. Wir sehen hier meine Hardware, die 2 GB, die ich der virtuellen Maschine hier zugewiesen habe, und eben der Prozessor, Operationssystem eben, wir haben hier den Kernel Linux 3.0.0-12 Generic, Ubuntu, eben ist ja eine Ubuntu-Variant, und GNOME, ja, CLTV-Computer. Also hier kriegt man diverse Informationen zum Betriebssystem, auch zur Hardware, und wir gucken uns mal die Oberfläche an. Das ist die KDE-Oberfläche, also keine großen Spielereien, das ist meistens für diejenigen, die sich nur auf das Wesentliche informieren, also konzentrieren möchten, und aber trotzdem eben diese Vorzüge von Ubuntu Linux ja so nicht verzichten. Hier gibt es eben auch das Softwarepaket, auch die Installationen von den ganzen Applikationen ist ähnlich, aber alles eben auf dieser Desktop-Oberfläche. So, jetzt schauen wir uns nochmal Kubuntu an, weil Kubuntu ist auch ähnlich wie Linux Mint, also mit der KDE-Oberfläche, auch eben nicht mit der Unity-verspielte Oberfläche. Ich gehe jetzt einfach mal zurück und
Dann probieren wir Kubuntu aus. So, jetzt sind wir wieder auf der Bootoberfläche. Ich gehe auf Kubuntu, ja, fange meine Maus. Und Kubuntu, ich werde auch normal starten. Und in den nächsten paar Minuten sind wir dann auf der Kubuntu-Oberfläche. So, das ist die Anfangsmelodie von Kubuntu und das ist die Version 12.04, ist auch eine Longtime-Version und so sieht dann die Oberfläche aus. Hier Aktivitätenverwaltung anzeigen, hier haben wir unsere Arbeitsflächen, da haben wir jetzt gerade nur eine eingestellt, hier Netzwerk. Ja, wir sehen können neue Aktivitäten, Kontrollleistungen hinzufügen, Mini-Programme hinzufügen und diverse andere Einstellungen, Tastenkürzel einrichten. Also die Oberfläche ist genauso, wie es eigentlich ja, Leute, die nur produktiv arbeiten möchten, eingestellt. Das ist eben Kubuntu, auch ein Ubuntu-Variant. Und hier könnt ihr auch Audio-Wiedergabe. Auch hier könnt ihr eben die ganz normalen Programme installieren, deinstallieren, genauso wie Ubuntu Desktop-Aufnahmeprogramm heißt genauso und auch die ganzen Applikationen, nur halt, dass hier eben das System nicht so verspielt aussieht wie die Unity-Oberfläche und das braucht auch weniger Ressourcen, das heißt, dieses Linux würde auf eurem Rechner eventuell schneller laufen, je nachdem wie leistungsstark eure Hardware ist. Das zu den beiden Betriebssystemen, eigentlich eben sollte das Video nicht nur heißen Linux Welt CD, sondern sie sollte heißen Alternative zu Unity Oberflächen. Ich hoffe es war hilfreich und ihr könnt somit eure Entscheidung leichter treffen. Bis zum nächsten Video, wir sehen uns.